Hi, ich bin Jans von newgadgets.de und in Dublin auf der MIGO Conference 2010. Und Intel hat uns ein bisschen überrascht, denn jeder Teilnehmer hat ein Lenovo IdeaPad S10 3T geschenkt bekommen. Und das packen wir jetzt mal aus. Da haben wir also hier das Netbook selbst und die Zubehörbox. Schauen wir uns die mal zuerst an. Hier haben wir also den Kaltgerätestecker. Natürlich mit UK-Stecker. Aber wenn ihr zum Beispiel ein altes Netbook zu Hause habt, was diesen Stecker hat, könnt ihr einfach euren deutschen Stecker weiterverwenden. Hier haben wir das Netzteil. Und hier unten versteckt noch den 8-Zellen-Akku. Und wie man sehen kann, wird dieser auch aus dem Gerät rausschauen. Der Akku hat eine Kapazität von 68 Wattstunden. Und jetzt wieder zum Netbook. Das Ganze ist eigentlich ein Convertible Netbook, denn ihr könnt das auch zum Tablet machen. Packen wir es jetzt mal hier aus. Es wurde auf der CES 2010 vorgestellt im Januar. Ihr seht, hier ist auch eine Schutzfolie drauf, da das Displaycover hier ganz schön glänzt. Wollen wir keine Fingerabdrücke und Kratzer drauf haben gerade. Und hier haben wir das Handbuch. So, wenn wir das jetzt mal aufmachen, seht ihr, 10 Zoll Display, auch glossy. Und hier die Tastatur und das Touchpad. Auf der rechten Seite haben wir hier noch die Webcam und den Power-Button und auf der linken Seite drei benutzerdefinierte Buttons und die Status-LEDs. Hier die Tastatur. Die Funktionsreihe ist schwarz und es ist eine UK-Tastatur. Und wenn wir uns die Anschlüsse anschauen, haben wir auf der linken Seite Kensington-Lock, Netzteilanschluss, LAN-Port und die Anschlüsse für Kopfhörer und Mikrofon. Und auf der rechten Seite den Wireless Switch, zweimal USB und einmal VGA. Und wie vorhin erwähnt, das ist ein Convertible Netbook. Ihr könnt also das Display drehen, in diesem Fall in jede Richtung 180 Grad. Und schon habt ihr ein Tablet. Und das Display ist kapazitiv, wie man es vom iPad zum Beispiel kennt. Das war mein Unboxing und Hands-on zum Lenovo IdeaPad S10 3T. Abonniert auf jeden Fall meinen YouTube-Channel unter youtube.com/newgadgets.de, denn ich werde auf dem Lenovo IdeaPad noch MIGO installieren. Und falls ihr Fragen habt, benutzt einfach die Kommentarfunktion von YouTube.